Damit herzlich willkommen hier zur nächsten Folge mit Milan. Wenn euch die heutige Folge gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Vergisst den Kanal nicht zu abonnieren. Heute geht es weiter in der Champions League gegen Paris Saint-Germain. Die ersten beiden Spiele konnten gewonnen werden. Jetzt kommt Mbappé erstmal hier mit der ersten Möglichkeit, aber gut pariert von Magnon. Benazer. Paris mit Donnarumma natürlich, einem ehemaligen Milan-Spieler, heute hier unterwegs. Und anderem auch Ousmane Dembélé, Ciro Immobile, sehr viele gute Spieler in den Reihen von Paris. Donnarumma ist hier erstmal da. Kann Schlimmeres erstmal verhindern. Le Canin. Starke von Tomori. Und jetzt kommt Giroud, der uns fast in Führung gebracht hätte, wenn dieser Ball reingegangen wäre. Das war einer der dicksten Möglichkeiten im bisherigen Verlauf dieser Partie. Mendes. Sehr guter Linksverteidiger. Den müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. Genau aus solchen Gründen. Ecke. Die erste für Paris. Und was macht denn dort Donnarumma? Natürlich besteht die Möglichkeit, wenn wir hier in Saison 1 das Triple holen, in Pokal, Champions League und Meisterschaft, dann kann man darüber nachdenken, erstens die Liga zu wechseln und auch den Verein. Aber das glaube ich eher weniger. Wir werden hier nochmal eine Saison, denke ich, verbringen hier bei AC. Dafür haben wir zu oft gepatzt. Aber natürlich ist alles möglich. Wer hätte gedacht, dass ich mit dem FCA das Triple hole? Wer hätte gedacht, dass ich mit Köln die Conference League hole? Müssen nur konzentriert und dranbleiben. Und dann klappt es mit dem Erfolg. Gut weggeklärt. Aber Giroud ist nicht so schnell. Halbzeit. Wir haben eine Halbzeit überlebt, hätten sogar in Führung gehen müssen. 0-0. Wie wird der zweite durchkommen? Das werden wir sehen. Diesmal hat Anstoß natürlich PSG und Immobile.
Super, Giroud geschickt hier. Und er macht das 1:0 für Milan. Jawohl. So wollte ich das. Wir gehen in Paris in Führung. Und läuft es auf einmal mit dem 4-4-2-System und 4 Mittelfeldspielern, 4 Verteidigern, 2 Stürmern. Ist das das bessere System? Aktuell hat es auf jeden Fall Früchte. So weiterspielen. Ich verstehe nicht, was Paris mit Giro Immobile da vorne will. Das ist typisch ein EA-Transfer. Was soll man dazu sagen? Wer ein interessanter Spieler wird, auch für die späteren Karrieremodi. Haltet euch fest, wenn ihr bei mir noch sehen werdet, ist Kenan Yildiz. Den will ich auch mal irgendwann mal verpflichten. Der ist so ein Monstertalent. Leao. Leao. Ah, wenn dann so ein Schuss dabei rumkommt, dann wundert es mich nicht, dass es hier nur 1-0 steht. Ich werde natürlich wechseln. Werde Reinders bringen für Haidara. Muss auch wieder fit werden für die Partie gegen Napoli. Glaubt ihr mir das? Ich schone selbst in der Champions League meine Spieler. Weil der Kader ist eh so dünn besetzt. Wir brauchen da jeden einzelnen. Wann Pulisic wieder zum Einsatz kommt, das ist auch noch fragwürdig. Momentan läuft es hier auch ohne Pulisic. Aber ist natürlich auch ein Ergänzungsspieler. Ganz klar. Und der Ball will nicht rein. Wir haben hier Glück. Ja, Immobile halt. Stark Benazer. Jetzt müssen wir diese Situation nutzen. Oh, Donnarumma kratzt den Ball noch von der Linie. Ich habe den Ball schon im Tor gesehen. Wird das wieder so ein klassisches 1-0? Aber mir ist es egal, Hauptsache 3 Punkte. Nein, nein, 1-1. Milan ist wieder in, PSG ist wieder da. PSG ist wieder da. 1-1, Mikel Merino. Auch ein interessanter Mann. Wir mussten einfach die Chancen nutzen. Die eine. Oh Gott, Giroud. Was ist mit dir los? Den musst du machen. Den musst du machen, wenn du dein Team die 3 Punkte schenken möchtest. Dembélé. Hier war definitiv mehr drin als nur dieser Punkt. Das könnte die letzte Aktion gewesen sein. Chukwueze.
Oh Gott. Also die Schüsse in EA FC 24, die sind teilweise erschreckend. 1-1 auch hier bloß wieder. Aber ganz ehrlich, bei diesen Schüssen, bei dieser Schusstechnik, was in EA FC integriert ist, da kann es nichts werden. Da bin ich euch ehrlich, da kann es nichts werden. Auf jeden Fall, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Vergiss den Kanal nicht zu abonnieren und dann sehen wir uns in der nächsten Folge gegen Napoli. Bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao.